So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt: In diesem Moment habe ich versagt. Wenn ihr zurückblickt in eurem Leben, was würdet ihr sagen? In welchem Moment habt ihr versagt? Vielleicht sogar groß versagt? Dass ihr etwas getan habt, was ihr nicht hätte tun sollen, oder dass ihr vielleicht etwas vergessen habt zu tun oder falsch reagiert habt. Vielleicht habt ihr in einer entscheidenden Verkehrssituation vergessen oder es versäumt zu bremsen und es ist etwas sehr Schlimmes passiert. Vielleicht hattet ihr einen Blackout und habt jemanden zugerichtet und sagt auch im Nachhinein: In diesem Moment habe ich versagt. Oder vielleicht habt ihr euch mal irgendwann feige davon gemacht in einer Situation, wo ihr jemandem hättet beistehen müssen. Und heute sagt ihr auch: In diesem Moment habe ich versagt. So, ich würde gerne mit euch über diese Momente in eurem Leben sprechen, mich unterhalten. Wenn ihr das natürlich auch gerne wollt, wenn, dann meldet euch unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. In diesem Moment habe ich versagt. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Sigrid. Sigrid ist 43 Jahre alt. Hallo Sigrid. Ja, hallo. In welchem Moment hast du versagt? Ja, das war ziemlich genau vor 4 Jahren. Mhm. Und zwar Ende Januar. Ich hatte eine Prüfung, also auf die habe ich quasi schon 12 Monate lang hingearbeitet. Was für eine Prüfung? Das war eine Abschlussprüfung für ein Hundetraining. Ach so. für Hundetrainer. Ah ja. Und ich habe mich da wirklich auch sehr, sehr engagiert und es war mir sehr viel wert. Mhm. Und meine Mutter wusste das auch und sie hat mir auch die ganze Sache finanziert, weil die ist ja auch relativ kostspielig. Mhm. Und wie kostspielig war die Ausbildung? Damals war es fast 6.000 Mark. Vor 4 Jahren hatten wir schon den Euro. Es war, also als wir den Vertrag abgeschlossen haben, war es noch ein D-Mark-Betrag. Also es war gerade ein Jahr vorher, als der Vertrag abgeschlossen wurde. Ja, na okay. Also ist also, ja auch egal, so ungefähr 2.000 Euro. Mhm, ja. So, und meine Mutter wusste das auch. Mhm. Und sie war damals 21 Jahre lang Dialysepatientin. Mhm. Und es ging ja eigentlich relativ gut. Ich meine, gut, sie natürlich baut den Körper ab in der ganzen Zeit, belastet durch die Medikamente etc. Aber seelisch war sie mir eine sehr große Stütze. Ja. Und wir hatten auch einen sehr guten Kontakt. Also ich bin zwar von ihr weggezogen, aber das waren gerade 35 Kilometer. Gutes Verhältnis. Ja. Mhm, ja. Also wir haben täglich telefoniert und ja. Wir sind immer zusammen einkaufen gefahren. Ja. Und also ich habe halt dann gemerkt, dass es ihr plötzlich schlechter ging, weil sie hatte Rückenleiden dann ja. Das letzte halbe Jahr und sie musste wirklich extrem starke Medikamente nehmen. Ja. So, jetzt kommen wir zu der Hundeprüfung. Wie hängt das alles zusammen? Also die Prüfung, ist quasi Blockunterricht gewesen. 6-mal musste ich nach Bayern fahren und es war jetzt der letzte Block, mhm, inklusive der Prüfung. Mhm. So, und in der Zeit ging es meiner Mutter jetzt sehr viel schlechter. Mhm. Sie hat auch damals einen Kreislaufkollaps in der Dialyse gehabt. Mhm. Und sie hat sehr viel abgenommen, sie hatte keinen Appetit mehr. Und also ich habe wirklich gemerkt, dass jetzt ist es wirklich richtig schlimm. Ja. In welchem Moment hast du versagt? Ich habe in dem Moment versagt, als sie zu mir gesagt hat: wie kannst du zu der Prüfung hinfahren, wenn es mir so schlecht geht? Mhm. Und ich bin dann, ich habe gesagt: Ja, aber du weißt doch, wie viel mir das bedeutet und ich will das doch dann beruflich weitermachen. Und du bist zur Prüfung gefahren? Ich bin zur Prüfung gefahren und ich kam Mittwoch zurück, Mittwochabend, mhm. Und ich hatte 10 Anrufe auf meinem Anrufbeantworter und ich dachte mir noch, naja, puh, in den 5 Tagen ganz schön viel passiert. Und von Anruf. Ach, so lange hat das gedauert? Die Prüfungsphase hat 5 Tage gedauert? Ja, von Freitag bis Mittwoch. Ja. So, dann kamst du zurück und da war viel auf deinem Anrufbeantworter. Was war da drauf?
Ja, ich habe angefangen und das war immer so, also ein erster Anruf war von der Nachbarin meiner Mutter, die mich auch sehr gut gekannt hat. Die hat gemeint, oh Mensch, ruf mal bei deiner Mutter an. Was war mit deiner Mutter in diesen 5 Tagen passiert? Sie hat mir dann am Telefon gesagt, oder auf dem Anruf beantwortet gesprochen, da ist Polizei und Feuerwehr und Notarzt da. Und in dem Augenblick dachte ich, oh hoppla, jetzt hat sie irgendwie, also ist sie im Krankenhaus. So. Mhm. Der nächste Anruf war dann von einem Onkel, der nie bei mir anruft normalerweise. Dessen Telefonnummer haben sie, also habe ich im Nachhinein erfahren, lag halt bei meiner Mutter. Sag mir, was mit der Mutter passiert ist. Sag nicht die ganzen Anrufe. Ich bin ganz gespannt, was mit der Mutter geschehen ist. Ja, sie ist am Dienstagvormittag alleine in ihrer Wohnung gestorben. Und du warst weggefahren? An welchem Tag? Freitag. Hm. Gab es denn keine Möglichkeit, dich telefonisch zu erreichen? Die Nachbarin, wo mich angerufen hat, also wo auf mein AB gesprochen hat, die hatte nur meine alte Handynummer. Und die hat sich zwischenzeitlich geändert und ich habe es versäumt, dir die neue zu geben. Und du hattest aber auch nicht mal, ich meine, deine Mutter hatte dir ja schon so eine Andeutung. Wir haben natürlich noch telefoniert, also wir haben am Sonntag noch telefoniert und da klang sie, also sie klang schon ein bisschen angeschlagen. Mhm. Am Dienstag ist sie dann verstorben und Mittwoch bist du zurückgekommen. Morgens, ja. Mhm. Oh ja, das macht einem zu schaffen, das glaube ich auch. Ja, ich habe bestimmt 1000 Mal nachgerechnet, was passiert wäre, wenn ich zu Hause gewesen wäre, weil es war ja... Was wäre passiert, wenn du da gewesen wärst? Ich kann es nicht sagen, aber es war halt so, dass der Taxifahrer, der sie zur Dialyse gefahren hat, dass der, wie soll man sagen, ein bisschen kopflos reagiert hat. Also er hat in der Zeit wertvolle Zeit verschwendet, weil er erstmal zum Arzt gefahren ist in der Rush-Hour, anstatt gleich zur Polizei zu gehen, weil er hat vermutet, sie ist vielleicht doch im Krankenhaus oder so. Und das habe ich nicht verstanden. Wie zur Polizei zu gehen? Ja, er muss sie ja abholen. Ach so, der Taxifahrer, der sie nicht angetroffen hat. Ja, also ach der so. Hat sie quasi schon 20 Jahre lang gefahren. Mhm. Was war denn jetzt letztendlich passiert mit deiner Mutter? Ja, nachdem also dann doch Polizei und Notarzt kamen, haben sie versucht, eine halbe Stunde sie zu reanimieren. Mhm. Und ich denke halt, wenn ich zu Hause gewesen wäre, hätten wir vielleicht bei mir früher, also die Festnetznummer war ja bekannt. Mhm. Lass mich nochmal die Frage wiederholen. Was war denn nun letztendlich passiert mit deiner Mutter? Sie saß leblos in ihrem Sessel. Und man kann im Nachhinein nicht rekonstruieren, woran sie gestorben ist? Also ich vermute mal, dass sie wahrscheinlich Wasser in der Lunge hatte. Mhm. Das kommt bei Dialysepatienten ab und zu vor und durch das Medikament bedingt hat sie fast gar nichts mehr gegessen. Mhm. Und das war natürlich, Also jetzt hast du dir wahrscheinlich über Jahre oder vielleicht bis heute machst du dir Vorwürfe, wenn ich da nicht hingefahren wäre, könnte vielleicht die Mutter noch leben. Ja. Mhm. Also ich habe wirklich diesen Dienstag, diesen 28. Januar minutiös durchdacht, was passiert wäre. Also im günstigsten Fall, ob ich dann noch vielleicht von mir aus, also von Stuttgart aus, die Polizei hätte rufen können und dass es alles fixer gegangen wäre. Wie viele Kilometer wohntet ihr damals auseinander? Ungefähr 35. Was ja auch weit ist, ne? Das heißt, du hättest ja vielleicht in der Situation auch gar nicht eingreifen können. Die Frage ist ja jetzt, deine Mutter hat keinen Notruf mehr losgelassen. Nein, und sie... Das heißt, sie hat normal, dachte man, der Taxifahrer holt sie ab und es würde so laufen wie immer. Das heißt, das hätte ja genauso auch passieren können, wenn du 35 Kilometer entfernt in deiner Wohnung gewesen wärst. Hätte auch passieren können, das ist schon klar. Und ich habe mir auch in letzter Zeit oft überlegt, was passiert wäre, wenn sie vielleicht jetzt eine halbe Stunde reanimiert worden wäre. Was für Schäden das dann bei ihr hinterlassen hätte. Ne? Weil ich habe auch mit einer bekannten Ärztin drüber geredet und sie hat mir gesagt, also wenn sie es so ganz grob hört,
Hat sie doch schon stark den Verdacht, dass vielleicht eine Hirnschädigung vielleicht schon vorgelegen haben könnte. Glaubt denn der Arzt oder die Ärztin oder die Ärzte, glaubt man denn, dass dieser Tod bei deiner Mutter plötzlich eingetreten ist? Also ich habe mit der Ärztin, wo ich gesprochen habe, das war eine Bekannte von mir, also die hat mit meiner Mutter nichts zu tun. Und den einzigen, den ich auf die Todesursache angesprochen habe, war ein Polizist, und von dem habe ich nur die rüde Antwort gekriegt, ja, was ich denn erwarten will, sie war 72. Ja, das ist natürlich unfassbar bescheuert, und da muss man gar nicht drüber nachdenken. Hast du sie hatte doch bestimmt einen behandelnden Arzt, der sie gut kannte. Hast du mit da nicht mal mit jemandem gesprochen? Mit den Dialyse? Zum Beispiel? Nee, habe ich nicht. Wäre aber vielleicht ganz hilfreich für dich, vielleicht sogar heute noch. Also ich muss auch ehrlich gestehen, damals war ich wirklich mit der Situation völlig überfordert, meine Mutter und ich haben relativ viel miteinander, also in der ganzen Zeit viel miteinander erlebt, und zwar, also mein Vater ist relativ früh verstorben, mein Bruder ist beim Verkehrsunfall umgekommen. Also eine besonders enge Verbindung zwischen der Tochter und der Mutter. Ja. Wie ist es denn jetzt heute, 4 Jahre danach? Wie fühlst du dich denn mit diesem Vorkommnis? Also das erste Jahr war ganz entsetzlich schlimm, ne? Aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit zum Beispiel mit dem Tod von meinem Bruder. Also obwohl das war natürlich eine unheimlich traurige Sache. Ne? Wie ist es denn heute nach 4 Jahren? Es ist so, dass ich mir mittlerweile wirklich denke, also wenn es jetzt nicht besser wird, dann muss ich mir wirklich Hilfe suchen. Ne? Also das heißt, es wird nicht so, es ist immer noch sehr schlimm. Ja. Würde ich dich gerne jetzt weiter verbinden gleich mit meiner Psychologin, zu meiner Psychologin Sigrid. Finde ich sehr wichtig, dass du ausführlich mit ihr mal sprichst, was du für dich tun könntest. Darüber hinaus fände ich es auch so, es war meine spontane Idee gerade gewesen, dass du schon mal mit einem Mediziner sprichst, wie das passiert sein könnte. Vielleicht hilft dir das auch. Also ich habe die Krankengeschichte von ihr insofern relativ gut mitgekriegt, weil sie mir, also sie war meine Vertraute und ich ihre. Naja, ich meine nur, dass du Informationen bekommst, was da mit deiner Mutter, was da passiert sein könnte. Du hast ja noch mit keinem Arzt darüber gesprochen. Ja, aber das Problem ist, also das Problem schon vorher kannte, dass wenn Wasser in der Lunge ist, dass es dann quasi auch das Herz belastet. Und ich denke halt einfach, dass es dann so war, weil es kam in den 20 Jahren auch vorher schon mal vor, dass man danach gucken muss, und die Dialysepatienten werden auch regelmäßig abgehört. Aber schlecht ist natürlich nach wie vor, das Schlimme ist natürlich nach wie vor die Belastung, die Gefühls- und die Gewissensbelastung, die seelische Belastung. Der Arzt kann mir auch nicht sagen. Also wenn ich Nein, natürlich nicht. Ich finde, in erster Linie ist es jetzt mal wichtig, dass du für dich mal eine Unterstützung und eine Hilfe suchst. Wie du das machst, wie du am besten oder was du am besten tun solltest, da würden wir dich jetzt gerne weiter im Hintergrund beraten, wenn du das möchtest. Dann würde ich dich bitten, jetzt aufzulegen, und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Okay. Ja, liebe Sigrid, alles Gute. Danke, gleichfalls. Tschüss, danke schön. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Wenn ihr mich gerne erreichen wollt, zu unserem heutigen Thema: In diesem Moment habe ich versagt. Gibt es einen Moment in eurem Leben, an den ihr eigentlich sehr ungerne zurückdenkt, weil ihr wirklich sagt, hier habe ich einen fulminanten Fehler gemacht, da habe ich was ganz, ganz, ganz Falsches gemacht. Ich hätte ganz anders reagieren müssen, aber ich hatte ein Blackout, ich hatte einen Durchreißer im Kopf, ich wusste nicht, was ich tat, oder ich habe irgendwie die Situation falsch eingeschätzt. Wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50. Hier ist Johnny. Johnny ist 30. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Johnny. Zu unserem Thema. Ja, zu unserem Thema. In diesem Moment habe ich versagt. Und zwar ging das eigentlich vor 2 Jahren los, dass ich nach England gezogen bin, wollte mir eigentlich ein Leben in England aufbauen. Und irgendwie nach 2 Monaten, mitten in der Nacht, bekam ich einen Anruf, dass
meine Tochter ja im Krankenhaus liegen würde. In Deutschland? Ja, in Deutschland, ja. Mhm. Und ja, dann bin ich irgendwie, habe sofort mich irgendwie informiert, was da passiert ist. Und man sagte mir ja, dass die Kleine bei einer Freundin übernachtet hätte und vom Babysitter doch eigentlich recht misshandelt wurde. Mhm. Sprich, sie wurde gewürgt und wurde auch im Krankenhaus eingeliefert, musste auch da über eine Woche bleiben. Aber sie lebte bei der Mutter eigentlich? Ja, sie lebte bei der Mutter noch. Aber du warst von der Frau getrennt? Ja, genau, ich war von der Frau getrennt zu der Zeit, hatte aber noch Kontakt zu dem beiden. Ja, ja. Ja, und wie gesagt, dann bin ich irgendwie ganz schnell hier nach Deutschland gekommen und habe irgendwie mitgekriegt, dass die Kleine im Krankenhaus war, weil ich konnte sie ja nur da besuchen. Mhm. Der Arzt sagte zu mir, das wäre eigentlich ganz übel ausgefallen, weil er hat sie gewürgt. Mhm. Und wenn er die Kleine noch wahrscheinlich an die, sag ich mal, 5 Sekunden länger gedrückt hätte, dann wäre die Kleine, falls überhaupt 5 Sekunden, dann wäre die Kleine sofort erstickt. Wie alt war die Kleine damals? Ja, die Kleine war damals 3. Die war kurz vor dem 4. Geburtstag. Ja, ja. Ja. Ja, und ich finde, schon in dem Punkt habe ich irgendwie dann schon versagt, dass, wenn ich da gewesen wäre, dass das bestimmt nicht passiert wäre. Ach so. Dass, ja, weil die Leute mich in meiner Stadt ja kennen und wissen genau, wenn es um die Kleine geht, dass man sich sowas ja nicht erlauben darf. Und jetzt irgendwie war ich die Zeit lang von meiner Ex-Freundin auch weiterhin noch getrennt. Ja. Und hab die Kleine jetzt nach 9 Monaten gestern wieder gesehen gehabt. Wie, seitdem? Nee. Ja, seitdem nicht. Dann habe ich die zwischendurch gesehen gehabt und dann hatten wir uns doch nochmal des Heftigeren gestritten gehabt. Ja. Und das letzte Mal habe ich die im April, am 21. April das letzte Mal gesehen gehabt. Mhm. Ja, und gestern habe ich sie dann wieder gesehen und nach 9 Monaten und jetzt muss ich auch irgendwie noch eine kleine Haftstrafe, na klein ist gut, das sind noch 22 Monate, die ich noch abzusitzen, was heißt noch, die ich zum ersten Mal abzusitzen habe. Und ich denke mir mal, dass ich die jetzt nach 9 Monaten wieder gesehen habe, da versage ich ja schon wieder in dem Punkt, dass ich die jetzt 22 Monate lang nicht sitzen kann. Ja gut, das liegt ja jetzt nicht in deiner Macht. Jetzt, ja, das ist richtig. Das ist ja nur, das ist ja, bitte? Ja, bitte. Lass uns nochmal über diesen ersten Fall. Da hat ein Mann dieses kleine Kind gewürgt. Ja. Das ist ja ein unfassbares Ding. Ist dieser Mann angezeigt worden? Ja, der ist angezeigt worden. Die Ermittlungen liefen ja so weiter und die Wohnung wurde ja abgesperrt, aber irgendwie ist das alles im Sande verlaufen. Da hat sich jetzt nichts mehr getan. Ich bin deswegen verurteilt worden, dass ich ihn mir zur Brust genommen hatte, aber er... Moment. So weit waren wir noch gar nicht. Aha, du hast ihn dir zur Brust genommen. Ja, natürlich. Wenn die Kleine mit 3 Jahren sich nicht wehren kann und ich mit 28 oder beziehungsweise damals ja 28, habe ich mir den dann zur Brust genommen. Was hast du gemacht? Ja, ich hab den halt gut zusammengetreten. Was soll ich denn da sagen? Wie hast du ihn? Was? Mit welcher Folge? Ja, mit welcher Folge, dass der irgendwie, ich glaube, 2, 3 Monate oder 4 Monate sogar nicht mehr arbeiten gehen konnte und so lange auch krankgeschrieben war. Also er war schwer verletzt? Ja, der war schwer verletzt. Hatte Platzwunden und hin und her und blaues Auge und Gehirnerschütterung. Was? Lag er im Krankenhaus? Ich glaube, ja. Ich glaube, der lag für 3, 4 Wochen im Krankenhaus. Und du bist wegen dieser Sache, bist du jetzt verurteilt worden? Ja, aber das ist mir jetzt nicht die Gesamtstrafe. Dann kamen ja noch ein paar kleine Anzeigen dazu und das Endergebnis sind ja jetzt 22 Monate. Verstehe. Auch wenn du ihn dir zur Brust genommen hast, so wie du das gerade ausgedrückt hast, verstehe ich nicht, dass hatte niemand gegen diesen Mann Anzeige erstattet? Zum Beispiel du? Ja, ich habe Anzeige erstattet, meine Ex-Freundin hat Anzeige erstattet, Zeugen waren ja auch noch genug da, die Babysitterin und noch so einige Leute, aber das hat sich irgendwie alles im Sande verlaufen. Das ist aber merkwürdig, ne? Wenn das Kind im Krankenhaus sogar lag und man das medizinisch nachweisen konnte, dass das Kind Würgemale hatte. Ja, ja. Ja, das wird ja jetzt alles nochmal neu aufgerollt. Da hat sich meine Ex-Freundin jetzt, das habe ich auch gestern erst alles erfahren, weil wie gesagt, ich habe die 9 Monate nicht gesprochen gehabt. Mhm. Und das wird jetzt alles nochmal aufgerollt und jetzt mal schauen. Ich hoffe mal, dass der Anwalt doch ein bisschen besser ist als der alte Anwalt. Ja, also unser Thema heißt ja, in diesem Moment habe ich versagt. Du hast gerade gemeint, du meinst das in dem Sinne, dass du nicht bei deiner Tochter warst. Ja. Aber du warst ja eben auch in Deutschland nicht bei deiner Tochter, weil deine Tochter bei deiner Freundin gelebt hat. Ja, ich war zwar in Deutschland, aber dann hatte ich mich ja entschieden, nach England zu ziehen. Ja, aber du hättest ja das hätte ja genauso gut passieren können, wenn du in Deutschland gewesen wärst. Nein, das glaube ich gar nicht. Aber du warst doch nicht permanent bei deiner Tochter, weil ihr habt doch getrennt gelebt. Ja, ich weiß, aber die Leute haben das dann irgendwie dann spitz gekriegt, dass ich nach England gezogen bin und haben sich wahrscheinlich gedacht, weil die Leute mich ja kennen. Ach, du meinst, dann haben die sich getraut, das zu tun? Ja, genau. Weil du so einen Ruf hast, dass man mit dir so Sachen nicht machen kann? Auf jeden Fall nicht mit meiner Tochter. Ja.
Jetzt hast du diesen Mann dazugerichtet und wie denkst du über diese Tat? Ja, wenn ich ehrlich sein muss, ich würde es dann immer wieder tun. Ich würde wahrscheinlich jedes Mal so reagieren, wenn es um meine Tochter geht. Ja, das sind immer so Fälle. Ich hatte ja vor 2 Wochen hier einen sehr, sehr spektakulären Anruf, wo ein Vater erzählt hat, dass er dem Mann, der sein Kind sexuell missbraucht hat, er hat diesem Mann den Penis abgeschnitten. Aber ich wäre dann noch weitergegangen. Missbraucht, dann wäre ich noch weitergegangen. Ich finde, dass man das natürlich immer in dem Moment subjektiv verstehen kann, wenn ein Elternteil so reagiert. Aber das ist natürlich nicht die richtige Verhaltensweise in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Ja, da du ja von Gesellschaft sprichst, dann finde ich das ja auch nicht irgendwie gut, dass ich verurteilt worden bin, dass er irgendwie die Kleine misshandelt hat und dass, ja, okay. dass ich ihn und da, er nicht hat. Klar, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich finde es einen ganz, ganz, ganz großen Fortschritt, dass wir in einem Gesellschaftssystem leben, wo es keine Selbstjustiz gibt. Ja, sagte der Richter auch. Ja, wenn man das, weißt du, bei allem Verständnis für dich, wenn ich Vater von so einem Kind wäre und dem Kind würde das passieren, ich weiß auch nicht, wie ich subjektiv drauf wäre. Aber so sachlich betrachtet, wären wir in einer abgrundschlimmen Gesellschaft, wenn jeder einfach so nach Gutdünken richten könnte. Ja. Naja, jetzt hast du deine Haftstrafe vor dir. Ja. Wie geht's denn der Kleinen? Ja, also ich habe die gestern gesehen und ihr geht's sehr, sehr gut. Sie ist jetzt wie alt? 6 ungefähr, ne? Ja, die wird jetzt 6. Ja. So, dann ist es für dich eine wichtige Sache, dass du auch aus dem Knast Kontakt zu ihr hältst, dass du ihr schreibst oder ich weiß nicht, kann sie dich da auch besuchen? Ist das möglich? Also, soweit ich informiert bin, das wird das erste Mal, dass ich eine Haftstrafe irgendwie eingehen muss. Ja. Und das ist im offenen Vollzug. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es 1 bis 2 Wochenenden im Monat sind, dass ich frei habe und dass ich die Kleine ja doch besuchen kann. Das ist super. Ja, weil ich möchte ja nun wirklich nicht, dass sie mich da drin sieht und sie hat ja sowieso schon schlechte Erfahrungen. Das Wort Gefängnis ist hier geläufig. Ja. Und für die Zukunft könnte man ja so sehen, Johnny, dass du versuchst, dein Leben so zu führen, dass du wegen deiner Tochter, damit du für deine Tochter da bist, nicht in den Knast kommst. Ich hoffe mal, dass ich das alles hinkriege. Das wird noch bestimmt eine gute Lehre sein. Ja, aber wirklich, das finde ich schon. Du bist ein liebender Vater und das ist ja auch sehr richtig so. Und du solltest alles für dein Kind tun und du solltest Vorbild für dein Kind sein. Ja, deswegen sage ich ja, in dem Moment habe ich ja versagt, dass ich nie für die Kleine da bin, dass ich nicht konstant für sie da sein kann. Genau. Und damit du demnächst konstant für sie da sein wirst, wird das jetzt die letzte Haftstrafe sein. Ich hoffe es mal. Ja. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich wünsche dir alles Gute und deiner Kleinen. Okay, vielen Dank dann. Tschüss, Johnny. Ciao. Tschüss. Christine ist hier. Christine ist 40. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Christine. Du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Ja, und zwar, das war 1990 und ich habe mit meinem Vater ziemlich stark gestritten. Mhm. Das war eigentlich so eine Hassliebe zwischen uns, aber er konnte sich immer auf mich verlassen und ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Mhm. Aber es ging dann so weit, ich bin auch ziemlich bald ausgezogen. Und da habe ich gesagt, naja, also wenn ich mal heiraten sollte, den lade ich sowieso nicht ein. Mhm. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe meine Mutter eingeladen, meinen Bruder, meine Mutter durfte nicht kommen. Wann hast du geheiratet? Ich habe 1990 geheiratet. 1990 und 1990 war auch der Streit? Ja, der massive Streit dann. Mhm. Und gut, wir waren da in der Kirche und als wir aus der Kirche rauskamen, stand mein Vater genau gegenüber, ganz fein im Anzug und blickte so auf die Kirche, also er wollte mich sehen. Oh. Im ersten Moment bin ich also furchtbar erschrocken, ich war durcheinander, was mache ich jetzt? Ja. Und wollte eigentlich über die Straße gehen, mir war das dann egal, im Brautkleid und was die anderen sagen, und wollte eigentlich sagen, Mensch, Vati, komm zur Hochzeit, wir können danach drüber reden, komm ganz einfach. Mhm. Und das habe ich nicht getan. Ich war einfach zu stolz und habe mir gedacht, ha, und dir zeige ich's. Das ist genau so ein Moment ist das, ne? Den ich so meine. Mhm. Ja, und ich wollte ihm einfach, was heißt zu stolz, ich wollte ihm einfach wehtun. Was war eigentlich der Grund des Streites gewesen? Ach, wenn ich jetzt so sehe, wir haben... Nichts Besonderes? Doch, ich bin ihm immer ähnlicher geworden und...
ich habe mir dann auch nicht mehr so viel sagen lassen ohne Begründung. Und ich habe meinen Kopf gehabt und er hat seinen Kopf gehabt. Aber es gab nicht so einen großen Anlass, weswegen ihr gestritten hattet. Ja, es war eigentlich meistens meine Mutter, wegen meiner Mutter war es ganz einfach. So, jetzt stand der Papa geschniegelt im Anzug. Ja. Da guckt die Tochter an, die im weißen Kleid aus der Kirche kommt. Ja. Die Tochter guckt auch dahin. Ja. Und dann siegt der Schweinehund in der Tochter. Und geht und nicht zu dem Papa. Genau. Sondern, wo bist du hingegangen? Ich habe mich dann ins Auto reingesetzt und wir sind dann losgefahren. Und wir hatten dann die Hochzeit. Es war wunderschön. Ich meine, es war schon irgendwie zeitweise, habe ich dann schon dran gedacht. Ich wollte sagen, konntest du denn während der Hochzeitsfeier so ganz entspannt sein? Und musstest nicht immer daran denken? Ich glaube schon. Da war so viel los und ich weiß nicht. Zeitweise habe ich dann schon nachgedacht. Aber ich bin da so gefordert worden und es war so viel Verwandtschaft da, auch aus USA und dann hat man da gesprochen und mit Brautentführung und das Ganze, was da dazugehört, der ganze Mist und alles. Wann bist du denn so zur Besinnung gekommen und hast gedacht, Mensch, das war nicht gut, was ich da gemacht habe? So richtig zur Besinnung bin ich dann gekommen, genau 4 Wochen später, als nachts das Telefon klingelt. Und ich denke mir, oh Gott, das ist wieder ein Bekannter von uns, den muss ich aus Nürnberg abholen, der hat wohl zu viel getrunken und kann immer Auto fahren. Und bin dann nicht ans Telefon und es hat ewig nicht aufgehört. Und dann habe ich doch abgehoben und dann war es wieder dieser Bekannte und er sagte, Mensch, du musst kommen, dein Vater ist tot. Und da habe ich gesagt, nee, kann nicht sein. Naja, ich habe mich dann sofort angezogen. Ich habe dann meinem Mann gesagt, du, ich muss unbedingt in die nächste Ortschaft. Mein Vater ist tot. Der hat dann gesagt, Blödsinn, du hast schlecht geträumt. Hat sich umgedreht, hat weitergeschlafen. Und dann bin ich halt losgefahren. Und es war wirklich so? Ja, es war so. Das verschlimmert diese Geschichte ja um ein Vielfaches. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ihr euch irgendwann dann doch versöhnt habt und du konntest dich entschuldigen. Das heißt, ihr seid so in diesem tiefen Streit auseinandergegangen und ist er plötzlich verstorben oder war er auch schon erkrankt? Gut, er hat so ein bisschen am Herzen gehabt. Ob er noch Alkohol getrunken hat, das weiß ich eigentlich nicht so. An was ist er denn dann gestorben? An einer Herzinfarkt. Es war ein Herzinfarkt, ein schwerer Herzinfarkt. Aber sowas wird man doch wahrscheinlich sein Leben lang jetzt nicht mehr los, ne? Ja, man steht dann da und denkt sich, ist irgendwie ganz klein. Ich wusste nicht, soll ich hochgehen ins Schlafzimmer, soll ich ihn auch anschauen, was soll ich tun? Ich bin dann hoch und war dann vorm Bett gestanden und wir haben gedacht, Mensch, das kann einfach nicht sein. Ich meinte gerade auch, was man nicht los wird. Selbst ich jetzt, wo du es nur mir beschrieben hast, habe dieses Bild vor Augen. Du kommst da im Brautkleid raus und guckst einige Meter, 10, 20 Meter entfernt deinem Vater in die Augen und steigst ins Auto. Das vergisst du doch wahrscheinlich nie, dieses Bild, ne? Nein, auf keinen Fall. Und es hätte ja noch so viel zu reden gegeben. Ich meine, dass ich den Tod irgendwie hätte verhindern können. Also darüber bin ich hinweg. Ja, das glaube ich auch, aber es ist halt einfach, ihr seid so schlecht auseinandergegangen, ne? Ja. Das ist das. Als du da rauskamst aus der Kirche, das haben ja andere Leute, Verwandte oder deine Mutter, die haben das ja auch gesehen. Meine Mutter war nicht dabei. Die war nicht dabei. Die habe ich gar nicht gesehen. Mein kleiner Bruder war da. Die Eltern haben getrennt gelebt? Nein, die haben zusammengelebt. Ach so. Aber angeblich hat er ihr verboten, auf meine Hochzeit zu gehen. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Ich kann ihn nur mal fragen. Ach so, dann war sie definitiv auch nicht dabei. Sie war auch nicht dabei. Aber ein paar andere haben es gesehen, dass er da stand. Ja. Was haben die hinterher zu dir gesagt? Ja gut, die haben gesagt, was die ganzen Jahre vorgefallen ist und was zwischen euch passiert ist und da kann man eigentlich nichts anderes erwarten. Jetzt so, je älter dass ich geworden bin und weil es mir eben immer noch nachhängt und man macht sich da so Gedanken, denke ich mir, okay, bei all dem, was passiert ist, es waren auch viele gute Zeiten dabei.
Und wenn man jetzt mal das Negative auf die Seite schiebt und die Prügel vergisst und das ganze andere, es waren eben diese Umstände damals. Was heißt die Prügel? Hat er dich geprügelt? Nicht geprügelt, und es war also keine schöne Kindheit. Ja. Aber jetzt so, und dann steht man da, ist eben ganz klein und denkt sich, Mensch, ich habe mich immer auf dich verlassen können, du hast dich auf mich verlassen können, trotz allem. Und jetzt bist du einfach tot. Hast du am Totenbett dich entschuldigt noch? Hast du was zu ihm gesagt? Ich meine, dass ich zu ihm gesagt hätte, irgendwie so, das war jetzt dein letzter Triumph über mich. Oh, das klingt ja auch nicht versöhnlich. Es war nicht, was heißt versöhnlich? Es war einfach das, er war also in dem Fall wirklich der Stärkere. Er hätte das Gleiche gesagt, wenn ich jetzt vor ihm gestorben wäre. Ist ja interessant, dass du das so da empfunden hast. In dieser dramatischen Stunde hast du noch so empfunden, dass es sein Triumph ist. Ja. Und weil er wusste also sicher, dass ich da mein ganzes Leben dran zu knabbern habe. Ist das ja schon lange her, 1990. Ja. Wie oft denkst du daran? Ja, zeitweise, wenn es mich so überkommt. Oder wenn ich dann mal Living Years höre von Mike and the Mechanics, da ist es dann so eine Passage, das ist dann so schön. Und es geht halt da eigentlich auch drum. Und ich denke eigentlich immer dran, wenn ich mit jemandem mal eine Meinungsverschiedenheit habe oder wir streiten mal, dass immer ein versöhnliches Wort gesprochen wird. Immer also, du, pass auf, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Was ja wiederum eine tolle Konsequenz wiederum aus dieser traurigen Geschichte ist. Dass du immer die Versöhnung suchst wieder. Ja. Das ist ja, finde ich, gut. Das ist eine gute Sache. Ihr Vater hatte ich es jetzt auch. Wir haben vor seinem Tod, haben wir also furchtbar gestritten. Da ging es auch um so Grundsatzsachen. Dann bin ich sehr schwer krank geworden und er hat dann überlegt, aber ich habe dann auch gesagt, du, ich muss mich entschuldigen für mein Verhalten. Ja, und er war dann also auch 2 Monate später war er tot. Und ich war dann so dankbar und ich war dann so froh, weil ich gesagt habe, gut, wir haben gestritten, das ist aus der Welt geschaffen worden. Ich habe ihm die Hand gereicht, beide die Hand gegeben. Und wenn er vielleicht da runterblickt, sagt er nicht, oh, mit der bin ich im Streit auseinandergegangen, sondern wir waren versöhnt. Ich habe Christine gerade nicht ganz verstanden, lebt deine Mutter heute noch? Meine Mutter lebt heute noch. Hast du mit ihr denn auch darüber oft gesprochen, über diesen Vorfall? Mit meiner Mutter kann man da wenig drüber reden. Es war eine schlechte Ehe, sagt sie, und es war auch ein ziemliches Drama. Die hat sich dann total reingesteigert. Ihr Mann ist gestorben und sie will also selber sterben. Und wir hatten dann also unwahrscheinliche Probleme die ersten Tage. Und meine Mutter hatte dann 6 Wochen nach dem Tod hatte sie bereits einen Freund. Also da brauche ich nicht viel darüber reden. Aber letztendlich dieses, was du gerade erzählt hast, finde ich schon eine gute Sache, dass du Versöhnlichkeit gelernt hast daraus. Ja. Das ist gut. Das ist für die Menschen, für alle gut, für alle Beteiligten gut. Ja, und ich kann es wirklich nur jedem sagen, nie im Streit auseinander. Ja. Es hängt nach. Ja, es hängt nach. Und wie jemand stirbt dann? Es ist dann zu spät. Dann ist es zu spät, ja. Und das geht halt dann immer. Christine, ich danke dir herzlich für den Anruf. Und okay, wünsche dir alles Gute von Herzen. Jawohl, okay, danke. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr mich gerne erreichen wollt, per Telefon oder per Mail unter domian@wdr.de. Unser Thema heißt, in diesem Moment habe ich versagt. In welchem Moment in eurem Leben habt ihr am meisten versagt, wenn ihr so zurückdenkt? 0800 220 5050. Hier ist Frank und Frank ist 39. Hallo Frank. Guten Morgen. Ja. Wann hast du versagt? Ich habe eigentlich in der ein und derselben Sache zweimal versagt, wenn ich mir das mal richtig so überlegt habe. Das kommt auch vor, ja klar. Ja, also ich
bin 39 und die ganze Geschichte liegt jetzt 20 Jahre zurück. Mhm. Ich hatte 21 Jahre sogar, ich war 18, hatte gerade meinen Führerschein bekommen. Mhm. Und bin dann bei uns in der Stadt an einer stadtbefahrenen Straße bei Dämmerung die Straße runtergefahren und auf der rechten Seite hielt ein Linienbus und so frisch von der Fahrschule weiß man ja, man muss dann rechts vom Bus gucken, ob da irgendwelche Kinder vorlaufen oder so. Und hat dann auf der linken Seite eine 83-jährige Frau nicht bemerkt. Eine was? Eine 83-jährige Frau habe ich nicht bemerkt. Ja. Die war wohl gebückt und hatte Einkaufstüten. Und die habe ich da auf Ort und Stelle habe ich die totgefahren. Zu welcher Tageszeit war das? Das war gegen 19 Uhr, das war im Frühjahr, es war schon Dämmerung. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wusste ich jetzt natürlich nicht, dass ich die Frau totgefahren habe. Es hat fürchterlich gerumst. Warst du zu schnell auch noch? Bitte? Warst du auch noch zu schnell? Nein, gar nicht. Die Gutachter haben nachher festgestellt, ich bin 40 gefahren. Anhand der Ballistik, den Weg, den die Frau zurückgelegt hat nach dem Knall. Ich bin dann nach einer Strecke zum Stehen gekommen und habe dann gemerkt, dass meine Haube verbeult war. Ich habe es also gar nicht richtig gemerkt. Ach, selbst da wusstest du noch nicht, da war ein Mensch beteiligt. Nein, genau. Und dann habe ich halt zurückgesehen und habe Sachen auf der Straße liegen sehen und habe gemerkt, dass es mit mir zusammenhängen musste. Und bin dann zur Tankstelle gegangen und habe einen Rettungswagen anrufen lassen. Bin dann aber nicht dahin gelaufen, weil ich doch dann Angst hatte. Man könnte meinen, weil ich ja schon 30, 40 Meter weiter gefahren bin, ich wollte flüchten oder so. So besonnen, also solche Gedanken gingen da durch deinen Kopf. Ja, jetzt tausend Sachen im Kopf. Das heißt, du hast diese schwer verletzt oder gar schon da verstorbene alte Frau? Da lag jemand, das habe ich gesehen. Und da lagen Einkaufstüten auf der Straße. Und die Frau war sofort tot? Das weiß ich nicht. Die muss wohl im Augentransport gestorben sein. Ach so. Und dann hatte ich natürlich unheimlich große psychische Probleme. Das glaube ich, ja. Frisch den Führerschein, 18 Jahre alt und dann gleich einen Menschen totfahren. Ja, das war eine herbe Geschichte. Ich hatte ja versagt, halt, weil dieser Unfall passiert ist, durch mein Tun. Welche Konsequenzen musstest du tragen? Ich habe eine Anklage gekriegt auf fahrlässige Tötung. Das Urteil ist sehr milde ausgegangen. Nämlich? Ich habe lediglich eine Auferlegung an einem Fahrkursus bekommen, keinen Führerscheinentzug und eine Geldbuße, keine Geldstrafe, also war noch nicht mal vorbestraft, weil die Zeugen haben alle für mich ausgesagt, jeder kannte diese Dame. Ich nenne jetzt mal einen anderen Namen von der Dame, ich sage jetzt mal Else. Jeder kannte die Tante Else und jeder sagte zu der Tante Else, irgendwann wirst du mal überfahren, so wie du immer über die Straße läufst. Sie war dunkel angezogen und bei Dunkelheit und war recht unvorsichtig wahrscheinlich. Ja. Aber gut. Aber du kanntest diese Tante Else nicht? Ich kannte die nicht. Nein. Du bist doch nie konfrontiert worden mit den Angehörigen? Nie. Mhm. Nie. Es gab beim Prozess wohl eine Frau, die sich um diese Dame gekümmert hat, weil die war ja schon 83, 84 Jahre alt. Und selbst diese Frau hat im Prozess für mich ausgesagt. Also für mich, das ist jetzt natürlich... Also indem sie sagt, dass die alte Dame fahrlässig... Kann ich dafür so in der Art. Ja. Die Gutachter haben das auch so errechnet. Ich bin unter 40 Stundenkilometer gefahren, weil ich gerade von einer roten Ampel gestartet bin. Aber du hattest sie halt übersehen, ne? Also ich habe praktisch, jetzt kommt das zweite Versagen. Ja. Erstmal habe ich ja auf dem... Dann kommt der Prozess, und da habe ich etwas verschwiegen. Nämlich, man hat mir also vorgerechnet, dass ich wohl ein oder zwei Sekunden unaufmerksam gewesen sein muss. Ich habe verschwiegen, dass ich am Radio gespielt habe. Ich habe eine Kassette eingeschoben. Und hast da hingeguckt. Und war völlig mit meinen Augen von der Straße weg. Und das waren die zwei Sekunden. Das war wohl der Moment, wo es gerumst hat, weil dieser Bus hält auf der Straße, hat keine Einbuchtung. Man muss etwas nach links rüber und kommt mit seinen beiden Rädern in den Gegenverkehr rein. Ich hatte so ein bisschen ein Auge vorne an dem Bus, ob da jemand herläuft, und habe natürlich dann links eine Person übersehen, die mittig auf der Straße stand. Und heißt das, wenn du das zugegeben hättest, dass deine Strafe höher ausgefallen wäre?
das kann ich heute nur mutmaßen. Mhm. Vielleicht. Du hast es damals aus Angst, nicht gemeint, gesagt. Genau. Ich habe gemeint, es wäre besser, wenn ich das nicht sage. Mhm. Ich habe einfach gesagt, naja, man hat, Zeugen haben ja auch gesagt, die war gebückt, hat sich gerade nach den Einkaufstüten gebückt. Mhm. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ja, daraufhin habe ich die Frau nicht gesehen. Aber tatsächlich hätte ich sie auch nicht sehen können, wenn sie gestanden hätte, weil ich halt meine Augen nicht auf der Straße hatte. Das heißt, wenn du nicht an dem Kassettending da rumgespielt hättest im Radio, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß gewesen, dass du sie schon gesehen hättest. Das weiß man nicht, aber die Chance wäre wahrscheinlich größer gewesen als so, sagen wir es so. Vielleicht nicht. Ich hätte auch nach rechts auf dem Bus gestarrt, ob da nicht jemand vom Bus herläuft. Wann hast du dieses Geheimnis denn zum ersten Mal jemandem anvertraut? Das hatte ich damals meinem Anwalt erzählt. Ach, dem Anwalt hast du schon erzählt? Ja, ja. Und der hielt das dann auch für richtig, dass du verschweigen? Der hat mal gesagt, nicht verschweigen, aber der hat gesagt, naja, du hast ja auch vorne auf den Bus geachtet. So sind Anwälte, ne? Nun gut, heute, mit dem Abstand, den ich habe, wo ein Mensch halt das Leben gelassen hat, hätte ich vielleicht so viel Schneid auch haben müssen und hätte sagen müssen, ja, finde ich auch. Und ich finde, der Anwalt hat sich da raustricksen wollen. So wie sie das wollen. Außerdem. Moment. Ja. Er hat vielleicht eine Komponente vergessen. Vielleicht wäre es für dich sogar für deine Psyche besser gewesen, wenn du die wirkliche Wahrheit gesagt hättest. Das ist der Punkt. Ja. Ich glaube, das sollte man nicht mit einem 18-jährigen jungen Mann machen, der eigentlich, ich bin jetzt 40, eigentlich noch ein Kind, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ich habe große Probleme nachher gehabt, mit dieser Sache fertig zu werden. Das glaube ich. Es ist immer ein Menschenleben ausgelöscht worden durch dich. Und daraufhin gab es auf diese milde Verurteilung, gab es von der Staatsanwaltschaft noch eine Berufungsverhandlung. Mhm. Die haben Berufung eingelegt, denen war das Urteil zu milde. Und da habe ich dann in dieser Berufungsverhandlung gemerkt, dass es da eigentlich nur noch um Paragraphen ging und gar nicht mehr um die Psyche, auch nicht um den Verstorbenen. Die Sache wurde dann nachher wieder zurückgezogen und somit war die Sache dann erledigt. Die Akte wurde geschlossen und ich bin jahrelang damit rumgelaufen. Wie viele Jahre hast du gebraucht, bis du es einigermaßen für dich hast verarbeiten können? Also ich bin ein Jahr kein Auto mehr gefahren. Von mir aus. Ich bin nachts einmal aufgewacht und bin zu dem Friedhof da gegangen. Also ganz dumme Geschichte, aber was heißt dumm? Es war einfach die Psyche. Und ich habe so bestimmt bis zu meinem 24., 25. Lebensjahr damit zu tun gehabt. Wie ist es heute? Nun bist du fast 40. Denkst du hin und wieder daran? Wenn ich an dieser Stelle komme, ja, das glaube ich. Ich habe bis vor kurzem diese Stelle umfahren. Das heißt, du lebst auch noch da in der Gegend, wo das passiert ist. Ja, ja. Aber eigentlich jetzt ist es vorbei. Ich wusste auch damals, der Rechtsanwalt hat mir gesagt, du kannst der Frau nicht mehr helfen. Es geht jetzt nur noch um dich. Und das habe ich damals so gefressen. Aber ich hätte eher, wenn mir das heute passieren würde, würde ich es anders machen. Glaube ich, ja. Ja. Ja, glaube ich. Eigentlich habe ich zweimal versagt. Einmal den Unfall und dann im Prozess. Tja. Du warst ein junger Kerl. Zu jung, ne? Um das zu verstehen, das zu erkennen für mich selber. Na gut. Lieber Frank, danke für deine Schilderung und alles Gute. Alles Gute, danke. Tschüss. Tschüss. Charlotte, 40 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, hi, grüß dich. Hi, Charlotte. In welchem Moment hast du versagt? Ja, ich habe versagt. Ich war damals 19, hatte eine 18 Monate alte Tochter und hatte halt Geld, Schulden, wie ich auch selbst schuld war, zu zahlen und sollte dafür einen Jugendarrest. Und, ja, wie verstanden? Geldschulden und mit dem Jugendarrest habe ich nicht verstanden. Ja, ich sollte dafür einen Jugendarrest, also ich sollte diese Schulden mehr oder weniger absitzen, weil ich mehrere Möglichkeiten hatte, sie halt zu zahlen. Und wie viele Schulden waren das denn? 700, 800 Euro Mark waren es damals. Ja. Und wie kamen die Schulden? Ich habe damals mit einem Ex-Freund zusammengelebt und
also ich war diejenige, die die Wohnung also gemietet hatte, und aber er lebte halt mit da. Mhm. Und das waren Sachen eigentlich, die ich wegen ihm bezahlen musste. Und mhm. ich war damals halt so naiv zu sagen, nee, zahle ich nicht. Mhm. Und dachte halt, ich kann damit durch, aber im Prinzip war ich dann diejenige, die gucken musste, so, wie ich das Geld kriege. Ne? Und du hattest ein 18 Monate altes Kind. Tochter hatte ich, ja. Eine Tochter. Mhm. Ja. Jacqueline. Und? Ja, ich... Wann hast du versagt? Ich habe versagt, indem ich meine Tochter im Prinzip alleine gelassen habe, indem ich mich auf einen Raub eingelassen habe, der total außer Kontrolle geraten ist. Da ist also damals auch ein Mensch bei ums Leben gekommen. Ach du lieber. Und ein Raub? Alleine oder mit... Nein, zu dritt. Zu ich war damals eine damalige Freundin, in Anführungsstrichen, die arbeitete dort. Und das war so eine Art Motel, so, wo du direkt auch Geld wechseln konntest, wo also auch... die Frau sollte Schmuck haben und auf jeden Fall auch das Geld, sodass ich die Möglichkeit hätte, das zu bezahlen. Mhm. Frag mich nicht, ich bin eigentlich jemand, der wirklich Gewalt verabscheut. Also, und seid ihr drei Mädels? Nein, das war zwei Mädels und mein damaliger Freund, ja. Achso, der Freund auch noch. Ja, und ja, wir sind also dann dort rein und es hieß, also wir bekommen dann Zimmerschlüssel und dann können wir wieder gehen und können den Schlüssel mitnehmen. Mhm. Und sodass also gar kein Mensch in der Nähe gewesen wäre. Mhm. Und das, ja, kam aber irgendwie alles total anders. Und dann stand diese Frau da im Rahmen und ich meine, mit Täter zog Äther aus der Jacke und betäubte die und Wer? Mein Mittäter. Der mit, also, wer denn jetzt? Dein Freund oder die Frau? Mein Freund, ja, mein Mittäter. Und ja, von diesem laut damals Gerichtsurteil konnte man von dem Ethanol mal ein Kaninchen einschläfern, soll ich jetzt nur betäuben. Mhm. Ja, und der hat die dann geknebelt, die Frau. Mhm. Das war so eine Frau, die runterkam. Und durch dieses Knebel sind wohl zwei Punkte in ihrem Kreislaufsystem auf jeden Fall unterbrochen. Die erstickt auf jeden Fall die Frau. Die war betäubt durch das? Nein, die war nicht. Es hat. Ach so, weil das zu wenig war. Ja, das hat gar nicht richtig. Ach so. Und sie ist dann erstickt durch das. Erstickt durch dieses Knebel, ja. Erstickt noch während ihr da wart? Nein. Ich habe das am nächsten Tag aus der Zeitung erfahren. Ich wusste es nicht, wirklich nicht. Ich habe auch, ich weiß nicht, schon ziemlich panisch reagiert irgendwie. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe Mörder auf der Stirn stehen. Ich mag eigentlich ältere Menschen und ich habe mir nur mal im Grab rumgedreht, weißt du? Was habt ihr denn, wie viel Beute habt ihr denn da gemacht? Ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich, es waren auf jeden Fall einige Tausende von Marken und Münzen und Schmuck und alles Mögliche. Ja. Seid ihr denn geflohen? Ja, also wir haben im Prinzip die Sachen die Frau war geknebelt und meine Mittäterin, also die Frau, die kannte sich ja dort aus. Mhm. Und dann haben wir die ganzen Sachen eingesteckt und das war auch wie, das hört sich jetzt blöd an, das hat der Richter damals auch gelacht. Ich kam mir wirklich vor wie in einem Krimi. Mhm. Ich habe wirklich das Telefonkabel rausgezogen. Ich habe der Frau so nichts getan, aber das war... Wie lange wart ihr denn auf der Flucht? Auf der Flucht? Im Prinzip, am nächsten Tag ist es in der Zeitung gelesen und es hat ungefähr eine Woche gedauert. Hat man euch gefasst oder? Ja, man hat, wie im Film. Ihr habt euch nicht freiwillig gestellt? Nein, ich hatte damals mal mit einem Bekannten, der ist Anwalt, Kontakt aufgenommen, aber ich wusste nicht, wohin mit meinem Kind. Ich hatte erst überlegt, auf Flucht zu gehen, aber ich bin lebenlang auf Flucht. Das war wie so eine Zeitbombe, die tickte. Wo warst du denn dann diese Zeit? Ich war zu Hause. Ach, du warst zu Hause? Ich hatte ja die Kleine und ich... Und dann kam die Polizei irgendwie auf eure Spur? Nein, ja, die kam auf uns, ja, durch meine Mittäterin, weil die ist am nächsten Tag zur Arbeit gegangen, als ob mehr oder weniger nichts gewesen wäre. Und ich hatte mit denen aber seit diesem Tatzeitpunkt keinen Kontakt mehr. Mhm. Also weder mit meinem damaligen Freund... noch mit zu meiner Mittäterin. Aber wie sind dir denn deine Mittäterin auf die Spur gekommen? Weil sie doch dort gearbeitet hat. Daher wusste sie auch, wo alles Mögliche war. Und die genauen Zusammenhänge weiß ich jetzt nicht, wie sie dann sich verdächtig gemacht hat, das weiß ich nicht. Zu was bist du denn verurteilt worden? Ich bin verurteilt worden zu schweren Raub, zu 6 Jahren Haft. 6 Jahre. Bist du auch für den Tod mitverantwortlich gemacht worden? Ja, wenn ich mein Leben betrachte, ja, aber nicht per Gericht. Also per Gericht nicht? Nein, also nicht. Ich habe der Frau auch keine Verletzungen zugefügt. Mhm. Aber das ist. Hast du die ganzen Jahre abgesessen? Ich habe 3,5 Jahre abgesessen, ja. Ja. Wo war das Kind während dieser Zeit? Meine Tochter hat man erst zur Pflege, also beziehungsweise man wollte sie von mir trennen. Man hat mich damals also auch so behandelt, so wie die Tat auch war. Mhm. Wobei ich mal sagen muss, ich habe mich damals auch so schuldig gefühlt. Hm. Wo war denn die Tochter? Die ist zu Pflegeeltern gekommen. Hm.
und von den nächsten Pflegeeltern. Ich hatte also eine Möglichkeit im Mutter-Kind-Gefängnis. Mhm. Und dann sind aber andere, ist sie zu anderen Pflegeeltern gekommen, was man mir dann irgendwie erst nach einem Jahr gesagt hat. Man hat also mehr oder weniger den Kontakt wirklich, ja. Hast du sie denn später, gezogen. Als du dann aus dem Knast rauskamst, nein, hast du sie wieder? Keine Chance. Keine Chance. Das heißt, du, und heute? Ich habe es versucht, sie wollte mit, ihr Wunsch war mit 18 adoptiert zu werden. Ja. Was für mich also immer das Ganze aus war. Moment, ihr Wunsch war es mit 18 adoptiert? Sie wollte adoptiert werden von der Pflegefamilie. Ach, sie war bis dahin nicht adoptiert? Nein, sie war nicht adoptiert. Hattest du denn ab und zu Kontakt mit nein, ihr? Nein, sie hat alles verweigert, sie wollte mit mir nichts zu tun haben. Sie hat keinen einzigen Brief, obwohl ich vom Jugendamt Köln hier weiß, dass sie vieles unterschlagen worden ist und dass hier viele Sachen ganz falsch erzählt worden sind. Wieso? Woher wusstest du denn dann, dass sie adoptiert werden wollte mit 18? Weil ich immer weiter gekämpft habe. Ich war beim Jugendamt, die dafür zuständig waren, habe ich geredet und mir um Chancen gebeten oder wenigstens regelmäßige Berichte, die mir ja eigentlich zugestanden. Also, ich habe weder Berichte bekommen, nichts. Das heißt, diese Tat damals hat dir dein Kind genommen. Ja. So kann man es sagen. Das wusste ich, aber glaub mir, Domin, das wusste ich von Anfang an. Das war deine Strafe, die du... Das war deine Strafe. Ja. Die das Schicksal dir irgendwie auferlegt hat. Du bist heute 40 Jahre alt. Und 39. Naja, okay, entschuldige. Macht nichts. Und auch bis heute gibt es keinerlei Verbindung zu der Tochter? Nein, leider nicht. Ich, wenn du die ganzen Daily Soaps siehst und Versöhnungen, ich hoffe auf eine Chance. Du hoffst auf eine Chance, irgendwie. Aber wahrscheinlich, wenn sie dich hätte finden wollen, hätte sie das schon gekonnt. Ich weiß. Ich habe ihr einen Brief zukommen lassen. Weil ich muss jetzt zu der Adoption zustimmen. Ansonsten ging das erst mit 18 ohne meine Zustimmung. Und da habe ich ihr gesagt, dass ich nicht das Recht hätte, das zu unterbinden oder zu verbieten. Aber den Wunsch, dass sie mir das ins Gesicht sagt. Was? Weil man hat mir damals auch gesagt, ihr ging's gut und sie wurde von den ersten Pflegeeltern misshandelt. Und dem Wunsch hat sie nicht entsprochen. Sie hat dann unter meinem Brief drunter geschrieben, dass sie mit mir nichts zu tun haben möchte. Und ich habe keine Chance. Weiß sie irgendetwas um die Umstände, die damals... Ja, klar, das weiß genau sie. Die krasse Version und so viel Lügen. Und woher weiß sie das? Die haben ihr das erzählt. Ja. Ich habe die Frau sehr lieb gehabt, weil das, was sie... Guck mal, ich liebe meine Tochter, aber eigentlich kenne sie ja nicht. Weißt du, und sie weiß, was ihr gut tut. Ich bin Mutter. Und ich wollte nicht die Chance, Mutter zu sein. Und ich hätte verstehen können, wenn sie keine Kinder gehabt hätte. Weißt du, dass sie so sagt... Aber im Prinzip sind dir die Hände gebunden, ne? Sie ist 21. Das heißt, du büßt im Prinzip dein ganzes Leben dafür. Das hört nicht auf. Bist du denn danach auf die gerade Bahn wiedergekommen oder bist du nochmal irgendwie kriminell abgerutscht? Nein, also nein. Danach nicht mehr? Ich habe zwar, das hört sich ein bisschen blöd an, die Dunkelwolke zieht zwar nicht weg irgendwie, aber ich, dann hätte ich früher aufgeben können. Was machst du heute? Wie arbeitest du? Hast du einen Beruf oder? Ja, ich habe Köchin damals gelernt in einer Umschulung als Freigängerin im Knast, also im Gefängnis. Damals habe ich angefangen, habe es auch fertig gemacht, habe dann geheiratet. Leider war Ex-Mann war alkoholabhängig und drogenabhängig. Ja. Und dann ging ein Haus und Hof in den Sand. Lebst du heute alleine? Ja, ich lebe alleine. Ich habe zwei Jungs noch. Ah, ja. 15 und 12, ja. Klar, da sind zwar zwei andere Kinder, aber dennoch machen die diese Geschichte nicht vergessen. Nein, ne? Ich verzeih mir das auch nicht. Ich verstehe nicht, das ist nicht meine Art. Warum bin ich nicht weggelaufen? Warum habe ich nicht gesagt, stopp? All das hast du dir wahrscheinlich hundert und tausendmal schon gesagt, ne? Und gedacht. Ja, aber es hört nicht auf. Ich verstehe. Also ich habe Therapie darüber gemacht, weil irgendwie hier auch eine gewisse, das prägt, weißt du? Und auch wenn du gerne noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen möchtest, biete ich dir das sehr gerne an. Wenn du meinst, dass dir das vielleicht hilft und du das möchtest. Ich denke, ich habe eine Therapeutin. Ah ja. Und wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen Luft finde, dann nehme ich mal wieder die Zeit dazu. Im Moment ist es einfach so, wenn du musst erstmal selber sammeln. Ich habe erstmal gelernt für mich selbst. Ich war früher zu viel auf außen bedacht. Und du hast eine Therapeutin, sagst du. Ja. Liebe Charlotte, dann wünsche ich dir, dass du mit deiner Therapeutin guten Kontakt haben wirst und dass sie dir etwas helfen kann. Okay, ich danke und dir. Und wünsche dir alles Gute von Herzen. Danke dir auch. Tschüss. Auf Wiederhören. Weiter, ihr Lieben, geht es mit Sabine. Und Sabine ist 37. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sabine.
Wo hast du versagt? Ja, ich habe versagt. Und zwar hat sich mein Mann Anfang 2000 von mir getrennt. Wir haben 3 Kinder gemeinsam. Mhm. Ich habe auf die, also die Kinder sind bei mir geblieben. Meine Mutter hat mich in der Zeit sehr unterstützt, das ganze Jahr über. Jetzt ist sie Anfang 2001 gestorben. Mhm. Ich musste, bin akut suizidal geworden dadurch, weil ich ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter hatte. Bin ins Krankenhaus gekommen, bin auf die Psychiatrie eingewiesen worden. Mhm. Und bin dort 6 Monate nicht mehr rausgekommen. Ich war, wie gesagt, akut suizidal und das ging auch nicht so schnell weg. Also selbsttötungsgefährdet. Ne? Richtig, mhm. Ganz genau. Ich habe es auch auf der Station selber versucht, mich des Öfteren dann umzubringen. Und Trotz der 3 Kinder, die du hattest, die haben dich nicht bremsen können in der Traurigkeit. Ganz genau. Ich habe in dem Augenblick überhaupt nicht mehr an meine Kinder gedacht. Und ich hätte verdammt nochmal die Pflicht gehabt, mich da irgendwie draus zu befreien und hätte aus dem Krankenhaus rauskommen müssen, hätte mich um meine Kinder kümmern müssen. Mein Mann hatte mir damals die Kinder weggenommen. Er hat das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht eingeklagt, hat das auch sofort bekommen. Mhm. Und seit 2001 leben die Kinder bei ihm. Bis heute. Bis heute, ja. Weil und das liegt an diesem Vorfall, sage ich mal. Das liegt an diesem Vorfall, dann bin ich auch noch krank geworden, ich bin medikamentenabhängig geworden, ich habe eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Mhm. Das alles zusammen hat das ergeben, dass mein Mann das volle Sorgerecht zugesprochen bekommen hat vor 2 Jahren. Hast du den Kontakt zu den Kindern ab und zu? Ich habe, also meine Kinder sind vor 2 Jahren mit meinem Ex-Mann gute 600 Kilometer weit weggezogen. Mhm. Und ich habe alle 3 Monate sie für einen Tag, ja. Wie alt sind die Kinder? Meine Töchter sind 9 und 10 Jahre alt und mein Sohn ist 13. Und ihr telefoniert auch nicht mehr ab und zu? Doch, doch einmal. Das schon? Wie ist denn das? Weil seit kurzem hat mir mein Ex-Mann endlich mal seine Festnetznummer gegeben, die er mir immer vorenthalten hat. Mhm. Und es geht jetzt ungefähr seit 4 Wochen, sodass ich jetzt jeden Sonntag da anrufen darf, ja. Weißt du, Sabine, ich finde, das passt nicht so ganz in unser Thema, wie du sagst, in diesem Moment habe ich versagt. Doch, ich habe versagt. Nein, weißt du warum? Weil ich finde, das kann man nicht so sagen, dass du da versagt hast. Weil das ist ja ein Versagen, ist ja so, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat, beispielsweise. Ja. Oder Blödsinn gemacht hat, eine Dummheit gemacht hat oder wirklich. Aber du bist krank geworden damals. Du bist psychisch erkrankt. Aber ich hatte eine Pflicht. Ich hab 3 Kinder zu versorgen. Ja, das sehe ich auch schon. Das sehe ich auch so. Aber wenn du die bewusste Kraft gehabt hättest, hättest du dich ja für deine Kinder entschieden. Das ist doch völlig klar. Das ist richtig. So, ja. Aber die Krankheit war so stark, wenn du so viele Monate in der Psychiatrie warst, sagt mir das schon, wie schwer erkrankt du warst. Das heißt, dich trifft in dem Sinne doch keine Schuld. Dass du natürlich enorm traurig darüber bist, das verstehe ich schon. Aber schuldig bist du nicht. Ich sehe das völlig anders. Ich habe verdammt nochmal die Pflicht gehabt, mich um meine Kinder zu kümmern. Die kommen an erster Stelle. Und ich hätte, wenn ich damals nicht so reagiert hätte, wenn ich nicht so emotional so stark reagiert hätte, hätte ich meine Kinder heute noch. Ich würde. Sabine, stell dir mal vor, du hast nur eine seelische Erkrankung damals bekommen. Ja, natürlich. Stell dir mal vor, du hättest eine schwere körperliche Erkrankung bekommen. Hättest du dich auch nicht um deine Kinder kümmern das können? Das ist richtig, ja. Aber die Seele kann man doch irgendwie überwinden. Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt so schwere seelische Störungen und Erkrankungen. Das schafft man mit Kraft nicht. Man schafft es nicht. Aber ich kann natürlich dein Empfinden verstehen. Da gibt es gar nichts zu reden. Gar nichts gibt es da zu reden. Aber es ist keine Frage der Schuld. Es ist ein Unglück einfach gewesen damals. Das ist Unglück, ja. Ja, es ist ein Unglück. Ein großes Unglück. Ja. Sabine, meine Sendung geht gleich rum. Ja. Darf ich dir nur ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja, gerne. Okay, dann machen wir es so. Du legst bitte auf und wir rufen dich zurück. Alles klar, ich bedanke mich. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war's.